Einen wunderschönen guten Tag aus dem schönen Redding, Kalifornien. Ich darf heute über eine Person reden, die was mein Leben verändert hat, wie kein anderer Mensch oder Person hier auf dieser Welt. Und es ist die Person des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute genau über diese Person reden, weil diese Person ist so angegriffen, gemeint. Diese Person des Heiligen Geistes ist so angegriffen überhaupt. Die Welt versteht sowieso nichts geistliche Dinge, aber auch in Gemeinden von Gott einfach habe ich gemerkt, einfach wenn es über den Heiligen Geist geht, da sind so viele verschiedene Meinungen und ich möchte einfach das sagen, was Gott mir gezeigt hat durch die Bibel und was mir der Heilige Geist selber gezeigt hat. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist der Geist Jesu Christi ist. Also wenn ich mich auf den Heiligen Geist einlasse, lasse ich mich auf Jesus selber an. Ich habe Jesus mal gefragt, Jesus, was ist der Unterschied zwischen dir und dem Heiligen Geist? Und ich habe die Antwort gekriegt, einfach, Jesus hat einen Körper gehabt, aber der Heilige Geist hat keinen Körper. Und Jesus sagt selber in den Evangelien, Gott ist Geist, er ist Geist. Ich werde Gott nicht im Natürlichen treffen. Hat es natürlich auch schon gegeben, wenn man Zeugnis hat, aber Gott ist Geist. Und der Heilige Geist ist derjenige, der was dir Dinge offenbart, der was dir Dinge von deiner Zukunft offenbart, der was dir Dinge offenbart, die was du jetzt noch nicht weißt. Er ist derjenige, der Geist Gottes, der was dich transformiert in das Ebenbild Jesu Christi. Von Menschen habe ich schon ab und zu gehört, jetzt, Andreas, du hast dich so verändert, du hast dich so verändert, du hast früher so und jetzt so. Warum? Ich habe das nicht aus mir selber herausgemacht oder erzeugt. Es war, weil der Geist Gottes in mir Wohnung genommen hat in meinem Herzen und er hat angefangen, mein Herz zu verändern. Er hat mich verändert und das, was in mir tief drinnen passiert ist, hat dann die Welt nach außen hin gesehen. Die Menschen rundherum haben gesagt, der ist jetzt nicht mehr so wie früher. Warum? Weil der Geist Gottes angefangen hat, mich zu transformieren und es wird in den nächsten Monaten, Jahren und bis zum Ende meines Lebens weitergehen. Ich werde immer mehr verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Es wird nie aufhören. Der Heilige Geist ist auch derjenige, der was mich leitet. Er ist derjenige, der was mich in alle Wahrheit führt, sagt die Bibel. Ohne den Heiligen Geist weiß ich nicht einmal, was Wahrheit ist, weil Jesus sagt, niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht zu ihm selber, zu Jesus. Wie zieht der Vater die Menschen zu Christus? Ich kann das sagen aus meinem Leben, es war der Heilige Geist, der Geist Gottes hat mich genommen, hat mich berührt und ich habe immer gewusst, ich muss mich jetzt mit der Bibel beschäftigen, ich muss mich mit Dingen über der Bibel beschäftigen. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber irgendwas hat mich immer gezogen und irgendwas hat mich am 17. September dazu gezogen, dass ich Jesus Christus annehme als meinen Herrn und Erlöser und einfach das Geschenk, was er am Kreuz damals für mich erkauft hat, dass ich das annehme in meinem Herzen und das habe ich genauso gemacht und das war der Zeitpunkt auch, wo ich gemerkt habe, Alter, es passiert was, es verändert mich was. Ich habe auf einmal eine Kraft, ich habe auf einmal eine Sanftmütigkeit, ich habe einfach einmal eine Freude, die was aber nicht jetzt von, wenn ich mich über andere Menschen lustig mache, es ist eine Freude, die was in mir tief drinnen ist, die was in mir, genauso das mit Liebe, ich habe gemerkt auf einmal, irgendwas ist in mir explodiert und die Bibel sagt in Römer 5, die Liebe Gottes hat Gott ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also merke, ich brauche den Heiligen Geist, dass ich überhaupt einmal die Liebe Gottes verstehen kann, damit ich verstehen kann überhaupt einmal, was Gott für mich fühlt, wie sehr Gott mir liebt. So viele Menschen hören, auch die Welt hört, dass Jesus sie liebt, aber wenn sie keine Offenbarung haben durch den Heiligen Geist in ihrem Herzen, dann werden sie nie wissen, wie sehr Gott sie liebt, weil in 1. Korinther 2 steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und jetzt pass auf, der entscheidende Vers. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist der Vorstellung ist auch die Tiefen Gottes, denn niemand kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Also ich möchte dir sagen, wenn du ein Christ bist und du fühlst kein Leben, du fühlst nicht connected zu Gott, lade den Heiligen Geist ein, lade den ein, der was dein Prayer, der was dein Gebetsleben lebendig macht. Lade den ein, der was in alle Wahrheit führt. Er ist derjenige, der was in die Gegenwart Gottes bringt. Er ist derjenige, wenn du die ganze Bibel durchschaust, der was Menschen dazu befähigt hat, übernatürliche Dinge zu tun. Es war der Heilige Geist. Es war der Heilige Geist, der was Menschen befähigt hat, die großen Dinge zu tun in ihrem Leben. Und oft sieht man es einfach. Wir Menschen, wir Christen, wir brauchen so viel mehr vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist keine Kraft oder kein schwirrendes Wesen. Er hat Kraft, aber er ist eine Person und er hat Gefühle. Und wenn du den Geist Gottes in dir hast, wenn der Geist Gottes in deinem Herzen wohnt, in deinem Körper wohnt und du mit seiner Gegenwart erfüllt bist, dann wirst du merken, was ihn erfreut und was ihn nicht erfreut. In der Bibel steht, du sollst nicht quälen den Heiligen Geist, betrüb den Heiligen Geist in dir nicht mit dem, was du versiegelt worden bist. Hast nichts anderes als wie
du wirst merken, was dem Heiligen Geist gefällt und was nicht. Ich kann nur sagen, ein Beispiel. Was liebt der Heilige Geist? Wenn ich Zeit in meiner Bibel bringe, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, wenn ich Zeit darin verbringe, anderen Menschen gut zuzureden, wenn ich dazu mit alles, was positiv ist, alles, was einfach, wo ich anderen Menschen diene, überall, wo Liebe dabei ist, weil der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Die Bibel sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte dir nur sagen, wenn du Furcht hast in deinem Leben, lass den Heiligen Geist alles einnehmen in deinem Leben. Jesus hat in den Evangelien, wenn du siehst, er ist in den Tempel reingegangen und hat die ganzen Leute rausgetrieben vom Tempel. Er hat alle gesagt, oder alle rausgetrieben, weil die haben Götzendienst gemacht. Ich möchte nur sagen, weißt du, wer heute dieser Jesus ist? Und weißt du heute, wer dieser Tempel ist? Wir sind der Tempel Gottes, sagt die Bibel. Und Jesus in uns ist der Heilige Geist. Also der Heilige Geist ist Jesus, ist Christus in uns und er räumt auf. Und ich kann aus meinem Leben sagen, er hat so viele Dinge aufgeräumt in mir. Er hat so viele Dinge, die was, wo ich gestohlen habe oder das, er hat aufgeräumt, er hat das rausgehauen, er hat gesagt, das brauchst du nicht mehr, Andreas, das brauchst du nicht mehr, ich hab so was Besseres für dich, ich hab so viel schönere Dinge für dich vorbereitet, als wie ich mir jemals vorstellen kann, sagt die Bibel. Und genauso möchte ich dir sagen, lad den Heiligen Geist ein, er freut sich. In 2. Korinther 13, 14 steht, die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was heißt Gemeinschaft? Gemeinschaft heißt, wir zwei haben eine Gemeinschaft. Wir zwei, du sprichst, ich sprich. Ich bin da, ich habe eine intime Beziehung mit dem anderen. Ich bin einfach eine, ich habe eine Gemeinschaft, nicht immer, bitte kriege das oder das. Das ist keine Gemeinschaft. Gemeinschaft ist, wenn ich mit jemandem auf einen Café gehe. Gemeinschaft ist, wenn ich mit jemandem einfach Zeit verbringe, einfach. Und einfach nur frag, wie es einem geht. Und genauso das wünscht sich der Heilige Geist. Der Heilige Geist wünscht sich, dass er mit dir Zeit verbringen darf, dass er mit dir einfach da hängen darf. Und er wartet nur auf deine Einladung. Er ist so sensibel. Er ist so sensibel, der Geist Gottes. Er ist da. Und ich spüre das immer mehr in meinem Leben, im Glaubensleben. Ich merke es so sehr, auch zum Beispiel ab und zu, wenn ich blöde Witze mache oder einfach, wenn ich Dinge sage, die was ich nicht sagen soll. Ich merke einfach, wie einem das betrübt. Ich merke einfach, wie das ihm einfach wehtut. Und da merke ich, Alter, so fühlt er, so denkt er. Und auch durch den Geist Gottes weiß ich ja schon Dinge über meine Zukunft. Weil die Bibel sagt, er wird mir Dinge zeigen, was in meiner Zukunft. Genauso weiß ich durch den Heiligen Geist, was mir in der Zukunft alles erwarten wird. Ich weiß natürlich nicht alles, aber gewisse Dinge, Visionen habe ich schon bekommen, einfach vom Geist Gottes. Und ich weiß dann gern, was ich in der Zukunft auch machen werde. Und ich möchte nur sagen, weil die Bibel sagt in Römer 8, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Meine Frage an dich ist, bist du sicher, dass der Geist Gottes leitet? Oder bist du geleitet von Gefühlen, von Umständen? Bist du geleitet von anderen Dingen und nicht vom Geist Gottes? Ich möchte nur sagen, der Geist Gottes ist derjenige, der was dich führen möchte. Und wenn du keinen Plan hast in deinem Leben, ich kann nur sagen, perfekt, weil der Heilige Geist hat einen Plan. Der Heilige Geist hat einen Plan für dein Leben. Und deine Aufgabe ist es einfach, dass du empfängst das, was der Heilige Geist für dich hat. Einfach das, was er für dein Leben geplant hat, er wird es machen. Und alles, was in deinem Leben jetzt ein Minus erscheint, wird er zum Plus machen. Halleluja, Leute. Und ich möchte einfach auch jetzt beten, wenn du noch nie den Heiligen Geist gespürt hast. Heiliger Geist, fahr jetzt auf die Personen. Fahr jetzt und sag gerne, du bist so real und du willst alle zu Christus bringen. Du bist der, der was Menschen heilt. Jede Krankheit jetzt hat zu verschwinden. Im Namen von Jesus Christus. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeden berührst jetzt durch dieses Video. Einfach, dass sie deine Gegenwart spüren. Und das, was du jetzt in deinem Herzen oder an deinem Körper wahrgenommen hast, es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich möchte nur sagen, er liebt dich von ganzem Herzen, weil in der Bibel steht die Liebe des Geistes in der Bibel. Halleluja. Leute, ich wünsche euch noch so einen schönen, wunderschönen Tag aus Redding, Kalifornien. Und ja, ladet den Heiligen Geist ein. Und ich möchte nur ein Buch empfehlen, so was mir so geholfen hat. Es ist Good Morning Holy Spirit von Benny Hinn. Also Guten Morgen Heiliger Geist von Benny Hinn auf Deutsch. Dieses Buch hat mir so weiter geholfen. Dieses Buch hat mir, boah, das hat mir Ding, ich habe auf einmal Dinge verstanden, ich habe was erlebt, aber ich habe es nicht verstanden, was ich erlebt habe. Und auf einmal habe ich das Buch gelesen und auf einmal habe ich verstanden, was mit mir gerade passiert, was gerade abgeht und alles. Und ich möchte nur sagen, Alter, es ist eine gute Hilfe, wenn du mehr einfach vom Geist Gottes einfach erleben willst oder einfach mehr die öffnen willst und einfach verstehen, was seine Wege sind in unserem Leben und durch uns. In Jesu Namen. Leute, einen wunderschönen Tag noch. Baba.